Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen, mal nachkommentierten Part, denn ich habe einige Herzteile gefunden und die quasi zusammengeschnitten und gewürfelt. Ich kann auch hier den Text leider nicht vorlesen, aber die Ende sagt sowas nach dem Motto, ja, der Zauberstab ist kaputt und du musst ihn jetzt wieder reparieren. Und ja, macht das mal, ne? Dann gibt Mietner noch ihren Senf dazu ab, aber das könnt ihr euch ja selber durchlesen. Ich wollte heute vor allem mal, wie ihr bestimmt schon am Thumbnail gesehen habt, über A Link Between Worlds reden. Das habe ich nämlich durch die Bonusspielaktion quasi kostenlos noch bekommen. Und wollte mich eigentlich schon fast für Monster Hunter entscheiden, dass ich es auf beiden Konsolen habe, aber ja, habe mich dann halt doch eher für ein neueres Spiel entschieden. Und bisher bereue ich diese Entscheidung nicht, muss ich sagen. Aber A Link Between Worlds ist so ein bisschen ein eigenes Zelda. Ich denke, das trifft es am besten. Es macht viele Dinge richtig, viele Dinge total falsch. Man muss natürlich auch immer noch unter dem Aspekt sehen, dass das Spiel ein Handheld-Game ist. Also da kriegt man sowas wie in Twilight Princess halt einfach nicht hin. Das muss man auch immer bedenken. Ich spiele das Ganze übrigens 100%. Und ich muss einfach sagen, Mann, ist diese Scheiße einfach. Also, wo ich hier mir in Twilight Princess an manchen Herzteilen halt einfach mal die Zähne ausbeiß, du kriegst in A Link Between Worlds die Dinger einfach im Storyverlauf. Das ist so krass, aber ich würde sagen, eins nach dem anderen, wir fangen mit der Story an. Ich will jetzt natürlich nichts spoilern. Die Story finde ich gut, aber für ein Zelda-Spiel eher schlecht. Zelda-Spiele haben ja meistens schrägstrich immer eine gute Story. Aber die finde ich, ja, so wie kann man sagen, naja, Prinzessin wird entführt, quasi so ganz abgemagert und du musst sie retten und dann halt noch so ein bisschen mit den sieben Weisen und so. Ich habe mir dazu ein paar Reviews angeguckt von GameStar, von Giga, und ich finde, die haben das schon relativ gut gesagt. Sie haben gesagt, A Link Between Worlds ist ein gutes Spiel, wenn es um den Nostalgiefaktor geht. Also ich kenne ja A Link to the Past so halbwegs und die Bosse. Da muss man echt sagen, da haben sie eine Menge Bosse wiederverwendet. Man muss auch sagen, es gibt 10 Dungeons. Das muss man auch sagen und deswegen ist es klar, dass man da ein paar mehr Bosse braucht. Die Dungeons sind aber an sich relativ kurz nur und ich würde jetzt nicht sagen ultra einfach, vor allem mit meinem Zelda-Skill. Aber es gibt definitiv schwerere Zelda-Spiele, so viel sei auf jeden Fall gesagt. Also, ich habe mich dann übrigens mal ein bisschen beschleunigt, dass das nicht so ewig dauert. So viel erstmal nur zur Story. Ist halt nichts Besonderes, aber da kommen wir auch schon zum nächsten, nämlich zum Gameplay. Und das ist dafür halt einfach mal so ultra geil. Das Schwert ist relativ schnell. Das gibt zum Beispiel Twilight Princess nicht, also quasi, wenn du B drückst, dann schwingt Link sein Schwert. Das ist relativ ungewohnt, sag ich mal so. Weil es ist halt einfach ungewohnt. Ja, warte, ich bin der beste Profi, Recherchist, Journalist, wie auch immer. Ich tue das jetzt auch gerade nur so ein bisschen freischnauze. Ich glaube, das merkt man schon, aber es geht ja nur ums Prinzip, dass ich ein bisschen drüber laber. Den Grafikstil finde ich ganz hübsch. 3D ist sinnlos in dem Spiel, also Monster Hunter hat ein viel, viel geileres 3D und Ironfall, was ich mir jetzt mal geholt habe, die Demo, hat auch ein viel, viel geileres 3D. Bei A Link Between Worlds merkst du es quasi gar nicht, außer so ein ganz, ganz Mini-Effekt, aber im Grunde genommen merkst du es eigentlich nicht, also er ist nicht vorhanden. Aber die Grafik, oder eher gesagt nicht die Grafik, sondern der Artstyle, ich weiß nicht mehr, ob das von GameStar oder von Giga kommt, das tut mir jetzt leid. Aber ich glaube, es kommt von GameStar. Die haben gesagt, dass das Grafikdesign sehr charakterlos wirkt. Und da muss ich eigentlich komplett zustimmen. Ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten von euch kennen A Link Between Worlds und haben es gespielt. Und es ist halt einfach, es sind halt einfach nur die Figuren ohne jegliche, ich sag mal, Tiefe. Und das ist das, was meiner Meinung nach so im gesamten Spiel immer und immer und immer wieder fehlt. So diese Tiefe. Es ist einfach schön, aber mehr halt auch nicht. Es ist mehr so ein Pokémon ohne Pokémon, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich finde, es ist jetzt halt, es hat wenig Zelda-Qualitäten. Ich denke, so kann man es ganz gut sagen. Es ist ein schönes 3DS-Spiel, aber es ist halt zum einen so einfach. Da hätte man dann, wenn schon wie ein Wind Waker, vielleicht den Hero-Modus.
von Anfang an freischalten sollen, weil es gibt ja auch kein New Game Plus. Also das bedeutet, dass man alles, was man im Spiel gefunden hat, behalten darf. Alle Items und Herzteile quasi in dem Fall. Und dann eben für seinen neuen Spieldurchlauf mit höherem Schwierigkeitsgrad verwenden darf. Und das geht halt nicht. Also das gibt es nicht. Wenn du nochmal neu machst, musst du komplett nochmal neu machen. Und das ist halt schon so ein bisschen dumm, weil ja, weil du hast halt zum einen am Anfang nur 3 Herzen und ich glaube, so ein Monster zieht dir, habe ich mir sagen lassen, 2 Herzen mit einem Schlag ab. Und wenn du nur 3 hast, ist das halt relativ blöd. Ich meine jetzt schon so ein Anfangsmonster, ne? Und ja, dann ist es halt einfach, ich weiß auch nicht, es ist, ich bin zwiegespalten. Ich denke, das merkt man schon, überwiegend positiv, aber im Moment bin ich auch eher so im Monster Hunter Hype drin, sagen wir es mal so. Deswegen kommt bei mir A Link Between Worlds gerade relativ kurz. Ich hab's, glaube ich, gerade so um die 15 Stunden gespielt, hab 14 Herzteile und 6 oder 7, ich glaube 7 Dungeons, also doch so 3/4 geschafft. Und es gibt für mich auch noch einiges zu tun, gerade einige Items zu holen, die man nicht kaufen kann, das ist ja auch so ein Ding. Man kann ja in A Link Between Worlds erstmals quasi sich die Items kaufen und dann selber bestimmen, in welcher Reihenfolge man die Dungeons macht. Das hat bei mir aber nicht ganz so gut geklappt, weil ich hatte halt am Anfang gleich so viel Geld und ich denke mal, da ging es vielen sehr, sehr ähnlich und konnte mir dadurch halt gleich am Anfang quasi so ziemlich alles leisten und da musste ich nie gucken, ja, welches Item brauchst du, denn ich bin einfach hingegangen und habe von allen meinen Items das genommen, was ich gebraucht habe. Das System und die Überlegung an sich war gut, aber es war einfach nicht gut umgesetzt. Ich denke nicht, dass sie es in Zelda für die Wii U wieder so machen werden, aber falls sie es so machen werden, würde ich da gerne irgendwie so einen Riegel davor schieben, dass man so sagt, okay, du musst, keine Ahnung, ein Item zurückgeben, wenn du dir mehr als 3 ausgeliehen hast. Also du kannst maximal 3 Items gleichzeitig ausleihen. Das muss ja nicht heißen, dass man nur 3 Items insgesamt hat. Man hat sich eben nur 3 ausgeliehen. Das fände ich besser. Oder wenn man generell am Anfang noch nicht alle so viele Rubine bekommt, das ist ja auch krass. Weil man da irgendwie hätte man da so einen Riegel davor schieben müssen. Weil das war schon so ein bisschen zu viel des Guten. Also ich bin jetzt auch einmal erst gestorben. Und zwar in diesem Gegnermarathon in der Parallelwelt ganz im Norden. Da gibt es ja diesen Gegnermarathon. Ich glaube im 200 oder 300 Rubin-Modus mit 25 Räumen war es, glaube ich. Ich habe halt auch noch nicht alle Flaschen. Ich habe nur 2 Flaschen, glaube ich. Und so eine Fee, muss man sagen, heilt ja auch nur 5 Herzen. Ja? Ich glaube, Twilight Princess heilt sie 8. Da eben nur 5. Aber bloß weil eine Fee wenige Herzen heilt, ja, ist das jetzt für mich kein Argument. Oh, es ist schwerer und alles. Da hätte man einfach mal so den Bossen mehr Leben geben können. Und ja, die Spielwelt an sich ist toll, aber halt auch nur quasi übernommen. Das finde ich aber nicht schlimm, da man sich quasi nur an den Orten bedient hat, aber die Grafiken halt nochmal komplett neu gemacht hat. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, dass man da die Welt aus A Link to the Past genommen hat. Um, ja, wie sagt man, Stimmung zu machen. Also, wie schon gesagt, es hat halt diesen Retro-Flair. Und das unterstreicht diese Welt halt einfach nochmal. Und dass man die Welt aus A Link to the Past genommen hat und dass es eine Parallelwelt gibt und dass es 3 Fragmente gibt. Und das ist, ja, das ist halt, das ist halt so ein Ding. Aber ich finde es persönlich nicht schlimm. Zu den Bossen im Allgemeinen kann man sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche neu sind und welche quasi remastered worden, aber generell haben sie alle gute Taktiken drauf, also das finde ich schon, aber zu wenig Leben. Also die Taktik wird gezeigt quasi vom Boss, dann tut man, dann hat man die Taktik quasi verstanden, also die verstehe sogar ich, ne? Wüstenfisch aus Twilight Princess, ne? Von daher können sie ja nicht so schwer sein. Und dann kannst du das Monster ganz einfach 2-mal hitten, dann wird's ein bisschen wütender und dann wird's interessant. Aber dann weichst du ganz einfach aus, es hat keine Ausdauer mehr und steht einfach nur drum rum und schon kannst du es ein drittes Mal treffen und es ist tot. Also 5 Leben wären besser geworden gewesen und wenn man dann noch so das mehr abgestuft hätte, das ist noch eine krassere Stufe von der Wut her, der Bossgegner gibt, sag ich mal so, die tun ja nicht von Anfang an sofort so richtig draufkloppen. Das ist ja mehr so, ja, zuerst mal so
den Helden beschnüffeln. Dann die zweite Stufe ist quasi, ja, ey, ich bin hier nicht nur zum Spaß, ich kann eventuell auch was. Und dann die dritte Stufe ist halt erst so, yo, du hast mir gefährlich, ich kämpfe gegen dich. Und hätte mal 5 Leben eingeprogrammiert und meinetwegen das dann trotzdem so gelassen, dann hätte man halt 3 Leben in dem Modus, ich werde ja angegriffen, ich muss mal was tun gegen meine Verteidigung. Und halt nicht erst im letzten Leben. Das wäre sowas, was man meiner Meinung nach hätte machen können. Die Charaktere ist so ein bisschen leiden darunter, unterm Grafikstil, was ich vorhin schon Giga oder GameStar zitiert habe, dass eben der Grafikstil an sich relativ, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen, aber halt so charakterlos, ja. Du erkennst zwar schon, wenn Link aufgeregt oder traurig oder so ist, aber allgemein gibt das ihm zu wenig Charaktertiefe, sag ich mal so. Also, es ist einfach, er ist da, das ist cool, aber ja, das war's dann auch. Er ist halt einfach so klein und, aber es ist auch echt cool gemacht mit diesen ganzen Schatten-Schlitzen, sag ich mal. Weil du da, du kannst nicht so wie in A Link to the Past einfach deinen Spiegel rausholen oder was das war und dann bist du quasi in der Parallelwelt, sondern du musst gewisse Schatten, wie sagt man da, wie schon gesagt, Schattenschlitze finden. Und das Schwierige an der Sache ist aber, dass du nicht einfach in einen Schattenschlitz bei deinem Haus gehen kannst und dann einfach überall hin kannst, sondern eben, dass du dass die Bereiche in der Schattenwelt abgegrenzt sind und quasi, dass du den richtigen Ort in der Lichtwelt oder in der normalen Welt finden musst und dann kannst du erst an den Dungeon, der in der Schattenwelt ist. Du musst dann nämlich, ja, ich sag's jetzt halt einfach mal, die 7 Weisen befreien. Ich denke mal, das ist kein so großer Story-Spoiler. Und diese Dungeons befinden sich alle in der Schattenwelt und um an die ranzukommen, musst du halt quasi in die Schattenwelt reisen, aber eben am richtigen Ort in der Lichtwelt reingehen. Und das ist so ein bisschen, das gefällt mir ganz gut, die Mechanik. Das finde ich echt, haben es gut gemacht. Aber generell, das kostet ja im Moment noch, ich glaube, also über 40 Euro auf jeden Fall. Kommt halt drauf an, wo man es kauft. Ich finde, den Preis ist es nicht wert. Ich finde, es ist eher so ein 30-Euro-Titel. Vor allem musste dazu, also bei Release natürlich, aber jetzt mittlerweile, wo es schon, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Ich glaube, gleichzeitig mit 3D World. Kann das sein? Ja, ich bin mir relativ sicher. Gleichzeitig mit 3D World. Und das bedeutet ja, ein und ein Vierteljahr ist es ungefähr schon draußen. Also mittlerweile finde ich ruhig, dass man es auf 30 Euro durchaus senken könnte. Weil, wie schon gesagt, es hat halt echt einige Schwächen. Und es gibt durchaus bessere Spiele. Zelda-Spiele meine ich jetzt natürlich. Also, ich denke mal, es reizt sich. Ich habe ja bis jetzt quasi 4 Zelda-Spiele gespielt und auch noch nicht komplett natürlich. Twilight Princess und A Link Between Worlds. So halb quasi. Oder beides schon zum großen Teil. Dann The Minish Cap und The Wind Waker HD. Und dann habe ich einfach mal so kurz auf der Virtual Console A Link to the Past angespielt. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. Also, die 4 Zelda, sagen wir es mal so, die 4, ne? Und halt einfach, weil es keine Herausforderung bietet, glaube ich, ist es sogar zusammen mit Minish Cap auf Platz 3, also quasi auf dem schlechtesten. Ganz drastisch gesagt. Nochmal kurz zurück zu den Items, also ich denke mal, man sieht schon, dass das Ganze relativ ungeordnet ist. Dadurch, dass man die quasi nicht in den Dungeons bekommt, habe ich so das Gefühl, dass die Entwickler Schwierigkeiten hatten, die Truhen zu füllen, sag ich mal. Klar gab es immer mal Boss-Keys und Rubine konnte man sicher das ein oder andere Mal auch reintun. Aber es gibt ja wie in Twilight Princess auch keine Herzteile, zumindest im Normalfall nicht in den Dungeons. Von daher musste dann halt sowas wie diese kleinen Monsterschweife, Monsterhörner und was nicht sonst noch alles. Und die sind halt echt nutzlos. Die braucht echt keiner. Damit kann man halt solche Tränke herstellen, dass du unverwundbar bist, weniger Schaden bekommst, mehr Schaden austeilst, keine Magie verlierst oder Magie voll machst oder irgend sowas. Also im Grunde schon ganz praktisch, aber dadurch, dass das Spiel halt so einfach ist und die Magie füllt sich schnell auf und du hast eh viele Herzen und du verlierst eh nicht so viele, das ist halt einfach quasi nicht so umständlich, das Spiel einfach so zu spielen, anstatt
Jedes Mal zu dieser Oma von der Irene, quasi dem Teleporter, zu gehen und sich dort die Tränke brauen zu lassen, die ja dann auch noch was kosten. Aber ja, Geld ist in dem Spiel eh nicht so wichtig. Was sie gut hinbekommen haben, sind die Minispiele. Die finde ich ganz cool. Da gibt es zum einen die Hühnerjagd, da gibt es wieder so verschiedene Stufen. Und du bist in einem engen Kasten und dann kommen so Hühner auf dich zugesteuert. Ich habe allerdings die letzte Stufe, die sich endlos nennt, immer noch nicht geschafft. Ich weiß auch gar nicht, was man dafür bekommt, weil für die vorhergehende Schwierigkeitsstufe hat man schon ein Herzteil bekommen. Also denke ich mal, vielleicht eine Flasche oder so. Da habe ich auch erst zwei und bin schon fast durch. Muss ich mal gucken, wo ich die anderen Flaschen noch auftreiben kann. Dann gibt es zum Beispiel noch so eine Art Truhenspiel. Da ist es unterschiedlich. Ich glaube, entweder zahlst du so 20 Rubine und darfst aus zwei Truhen dir eine aussuchen. Und entweder sind da 100 Rubine drin oder einer. Also entweder tust du deinen Gewinn verfünffachen oder halt machst total Verlust. An der gleichen Stelle in der Schattenwelt gibt es so ein Minispiel, wo du, ich glaube, 300 Rubine zahlst oder 200. Also relativ viel. Und dann kannst du dir aus 12 Truhen drei raussuchen. Und in einer ist ein Herzteil drin. Es gibt aber auch zwei Truhen mit einem 300er. Also das ist auch relativ cool. Da gibt es noch so eine kleine Mai-Mai-Side-Quest. Das sind so kleine Meeresbewohner-Muschelnteile. Die kannst du sammeln. Und dafür verbessert Mama Mai-Mai dann deine Items, die du gekauft hast. Also geliehene Items gehen nicht nur gekaufte. Und die machen dann mehr Schaden, haben eine höhere Reichweite, sehen auch cooler aus. Also alles solches Zeug halt, ne? Dann gibt es auch noch ein Baseball, das habe ich allerdings noch nicht mal gefunden. Ich überlege gerade, irgendwas. Ich wollte gerade auch irgendwas ansprechen. Ach ja, die Welt ist auch relativ gut gefüllt, muss man sagen. Man hat nämlich überall so kleine Schatzsucher-Minispiele eingebaut, die eben dazu beitragen, dass man immer so viel Geld hat. Da kann man nämlich teilweise immer mal einen 200er, einen 300er abgreifen. Das sind so kleine Mini-Dungeons, würde ich nennen, wo man immer ein bestimmtes Item braucht oder auch mal einen Huhn und quasi an so Luftsäulen vorbeigleiten muss, um zu einer Truhe mit eben 100, 200, 300 Rubinen zu kommen. Und die gibt es, ich würde sagen, so ungefähr 5 bis 10 Mal. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt auf der Welt. Und die kann man aber alle schon relativ früh machen, dadurch, dass man eben relativ viel Geld hat und die sich dann leihen kann. Und damit kriegt man halt quasi noch mehr Geld. Ich finde das aber eine echt gute Idee, weil dadurch halt echt so die Welt gefüllt wird. Das ist nicht mehr so leer. Und generell, die Items werden auch relativ gut eingesetzt. Es ist zwar so, dass du pro Dungeon immer bloß ein Item, maximal zwei. Oder eventuell solche Allrounder-Items wie Pfeil und Bogen halt noch so brauchst. Aber auf der Overworld gibt es echt eine Menge Stellen, vor allem für die Bomben, auch mal für den Hammer, wo du die Items einsetzen kannst und quasi dann noch mehr Content halt bekommen kannst. Das finde ich echt cool. Da haben sie echt, ich würde mal sagen, gute Arbeit gemacht. Dann die Ausdauerleiste, die ist auch ganz interessant. Das war ja mal eine Magieanzeige, dann in in Skyward Sword war es wieder eine Ausdaueranzeige. Und es gibt jetzt quasi keine Begrenzung mehr, dass du sagst, du hast 30 Bomben, sondern du hast unendlich Bomben und du kannst immer dann welche machen, wenn du Ausdauer hast. Ich weiß jetzt nicht, wie Link mit Kondition Bomben herstellen kann, aber gut, egal. Und dann, wenn deine Ausdauer leer ist, kannst du halt logischerweise keine Items benutzen. Aber Rennen geht natürlich nicht. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn Link ist auch so schon schnell genug und hat das gar nicht nötig. Teleporten kann man sich ja eh. Und die Welt an sich aus A Link to the Past kennt man ja, ist eh nicht so groß. Also man kommt eigentlich relativ schnell und gut durch die Welt. Was ich ein bisschen blöd finde, dass man halt das übernommen hat, quasi, dass es verschiedene Screens gibt und dass man manchmal aus dem Screen quasi rausgeht und dann muss die Kamera erst hinterherfahren. Das hätte ich besser gefunden, wenn man es schon aus der Vogelperspektive macht, dass die Kamera dauerhaft einen verfolgt und nicht quasi bei dem Bildschirm endet. Aber naja, gut, so ist das halt. Ja, dann danke fürs Zuschauen und schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Part, wo wir dann ja, uns hoffentlich die magische Rüstung holen. Naja, ciao.